Und weil wir halt auch mit Damen tanzen mussten, also genau, es war Partnertanz, habe ich vergessen zu sagen. Und dann fragte er natürlich, also weil... Also es war Partnertanz und ihr musstet Bruchtest machen, also genau, ein paar Bruchtest Bretter durchschlagen. Auch, genau, die halt, ich meine, das ist jetzt auch nicht allzu schwer, aber das war auch noch halt mit drin. Und dann fragte er, ja, ne, zu dem, ja, was hat dir denn am meisten, ne, da waren wir 17 oder so, was hat dir denn am meisten Spaß gemacht? Oder was hat dir denn am besten gefallen? Die Frau oder das Brett? Die Antwort ist Gold wert. Das Brett. Richtig geil. Und wieder alle innerlich am Brüllen und du hast nur gebetet, oh, bitte nimm mich jetzt nicht auch noch dran, weil du kannst keine Antwort geben, weil du sonst los, du brichst sonst aus, du schreist ja vor Lachen sonst. Weil das Brett. Und vor allem, wie gesagt, also, ne, er ist auch super nett und so, aber halt dieser Dialekt macht das Ganze dann immer noch so ein bisschen, ah, es ist herrlich. Ich mag den Kerl einfach, das ist so geil. Ja, aber ich möchte auch keinen Stress mit ihm haben. Also, nee. Er ist auch schon ziemlich nah an der harten Faust gebaut, muss man sagen. Da gibt's auch ein paar Geschichten. Weil, wie ich eingangs erwähnt hatte, lernen wir beim Kampfsport ja auch, dass man so ein bisschen pazifistisch, ein bisschen, weißt du, so Mr. Miyagi-Style, ne? Nicht kämpfen, ja, aber wenn kämpfen, gewinnen. Das ist so die Quintessenz von dem, was wir da gelernt haben. Genau. Und vor allen Dingen das Nicht-Kämpfen, das hat der jetzt nicht so verstanden. Ich kann mich dran erinnern, da waren wir ungefähr so 8, 9, 10, 10 Jahre ungefähr, ja. Sagen wir mal 10, 11, muss ich sagen. Igor ist 2 Jahre jünger als wir. Er war so 9, wir waren 11. Ich glaube, so kommt das ganz gut hin. Und dann waren wir gerade, ich weiß nicht, waren das Herbstferien, die gerade um sind? Ich weiß nicht. Das war auf jeden Fall noch eine Kindergruppe und mit Kindern redet man dann ja auch noch, was sie so in den Herbstferien gemacht haben. Und dann freuen die sich und sagen, ja, ich kann ein bisschen was erzählen. Ist ja ganz gut, wenn man denen mal ein öffentliches Forum gibt. Aber man konnte da schon sehen, dass es nicht eine so gute Idee ist, Igor ein öffentliches Forum zu geben. Weil, schwer. Du kriegst nie die Antworten, die du haben willst. Die Antworten sind gut, ja. Im Nachhinein sind die klasse. Aber für das, was du da gerade tust, ist das wirklich nicht zu verwenden. Nee. Also wir haben alle so erzählt, was du eigentlich auch dabei. Ich meine, ja, ne? Ja, jetzt, ich bin mir jetzt ehrlich gesagt ganz sicher, dabei, was da... Also, dann waren wir und fragte so, ja, was habt ihr denn... Nee, Quatsch, nach den Sommerferien war das ja richtig. Was habt ihr in so einem Sommerferien gemacht? Ja, ich war reiten, so ein paar Mädchen da, die weiß nicht, Urlaub auf dem Bauernhof gemacht haben. Ja, ich auch, wie schön. Ja, ich war mit meinen Eltern auf Gran Canaria, keine Ahnung. Ja, ich war hier, was weiß ich nicht, auf Rügen, hab da Urlaub gemacht und schön. Ja, und ich hab dies und jenes, ja. Igor ist dran. Ich habe ihn verprügelt. Also als hätte er die ganzen, Sommerferien nichts anderes gemacht, als jemandem aufs Maul zu hauen. Ich habe ihn verprügelt. Mit 8 Jahren, so geil, ey. Mm. Oh Mann, da konntest du gleich die ganze Vita schreiben. Die konntest du schreiben. Da warst du jetzt schon fertig, ja. Und wenn du sie geschrieben hättest, wäre sie sogar noch besser gewesen als deine jetzige. Das ist echt so. Also, zumindest zurückhaltender wahrscheinlich. Ja. Oh, aber man hat ja immer noch so ein bisschen Glauben an das Gute im Menschen gehabt. Hat erschüttert. Aber das war ja natürlich nicht das einzige Mal, dass sowas passiert ist. Es war auch einmal so, dass er, weiß nicht, wie lange war er denn nicht beim Training? Ein halbes Jahr oder so? Ja. Ach ja, mit dem, ja. Mhm, wo er da die Hand gebrochen hatte. Ach so. Ja, ich dachte eigentlich mit dem, ja. Ach so, das mit der Kirmes. Ne, das kommt noch. Nee, ich meinte eigentlich auch was anderes, aber siehst du, wir haben so viel Redestoff, das kann Leute, heute nur gut werden. Das ist einfach, das ist Minecraft, Leute. Ihr hört viel von uns privat, und zwar nicht zu viel, dass man auch Rückschlüsse ziehen kann, aber es sind auch lustige Geschichten, komm schon. Ja, doch, auf jeden Fall. Also, was war jetzt? Die Handgeschichte, ne? Ja. Echt? Okay, denn war ja ein halbes Jahr nicht da und ich war auch ganz am Ende gefragt, hey, Igor, was ist da los? Warum warst du nicht da? Also, sagte er, ja, ich hatte die Hand gebrochen, so kleinen Finger. Ja, also den Knöchel beim kleinen Finger hatte er gebrochen. Und dann haben wir auch gefragt, unser Trainer fragte auch, hey, Igor, was ist denn los? Wie hast du dir das denn gebrochen? Er sagte, ich habe Abhärtungstest gemacht in der Hand. Hat er versucht, schön an der Wand hauen mit dem... Mit dem Finger, ja, und der so ist dann gebrochen. Vogel. Und dann, ja. Und natürlich, du kennst Igor, du weißt, dass er nicht stimmt. Ja, klar. Da war er schon ein bisschen erwachsener. Er versucht nämlich seine kleinen kriminellen Machenschaften so ein bisschen. Klar. zu verheimlichen. Und dann haben wir gefragt, was ist los? Weißt du wirklich? Ich sagte, das ist Quatsch halt da beim Kumpel, ey. hat er dem wohl volles Metter mit dem Knöchel gegen die Schläfe gehauen, dass er sich den gebrochen hat. Alter, ey. Aber ich will nicht sehen, wie der andere aussieht. Nee. Weil Igor, der ist schon ein Brecher, der hat schon Muckis. Ja, aber er ist klein, ne? Ja. Also, wenn du ihn... Ja, er ist klein.
Also. Ich bin 1,81. Der Mario, der ist klein. Mario ist klein. Hey. Nee, das war dann so eine Geschichte. Hier fliegt eine Fledermaus rum, ne? Ja, ich weiß, weil ich hier gerade das aufgrabe hier. Was ich eigentlich meinte war. Ja, was meine ich denn eigentlich? Ja, wie gesagt, gerade fiel es mir ein. Ach, mit, ja, genau, wo er, da war ja auch mal eine Zeit lang da, auch, glaube ich, auch wieder ein halbes Jahr. Mhm. Da haben wir auch gefragt, ja, wie, wo warst du denn? Ja, ich war ringen. Ach ja, die Geschichte. Ja, ja, genau. Und dann, dann war in den Ringverein eingetragen hat. Genau, dann war er halt, anstatt Kampfkunst zu machen, war er dann halt ringen. Was ja auch eigentlich eine Art Kampfsport ist. Kampfsport, keine Kampfkunst, aber Kampfsport, aber... Ja, und er hat aufgehört wegen der Ringerohren. Mhm. Also, ich glaube, es war ihm auch ein bisschen zu heavy dann. Ja, weil die sich ja da gegenseitig dran ziehen, deswegen. Ja, ich glaube auch, er mochte halt dieses Gefühl von Balls im Gesicht nicht. Nee, ich glaube auch. Also, falls jetzt jemand von euch ringen sollte, ich wollte dann jetzt nicht drüber herziehen. Aber... Das ist ein guter Sport, aber für ihn war das nichts. Vor allen Dingen, als er gemerkt hat, dass man den anderen da nicht zum Bluten bringt, war das ein... Ja, genau. Dass du nur ziehst und nicht schlägst. Eine der schönsten Geschichten bei ihm war, da war bei uns eine Kirmes. Kannst du dich da noch dran erinnern? Ja, klar, mit dem anderen. Alle Punkt, ja. Achso, ich erzähl das einfach jetzt. Also, ja. Da war bei uns Kirmes und er mit seinen Chabo-Freunden ging dann natürlich lang und hat dann ein bisschen Party gemacht und... Ich weiß nicht, ob er mit dem direkt Stress hatte, der andere da. Ich glaube nicht. Es hat aber gereicht. Dann war so ein anderer da. Irgendjemand. Weiß ich nicht, wer das war. Weiß ich auch nicht. Hinterher ganz, ganz stolz hat er verkündet, was er da getan hat. Also, der andere lief dann so rum. Dann, weiß ich nicht, so kannten die sich nicht. Und dann hat Igor wohl sein Gespräch so ein bisschen mitbelauscht. Und der andere hat dann wohl gesagt, alle Russen sind doof. Ja. Er kam bis alle Russen. Alle Russen. Und dann war Feierabend, ja. Dann hat er schon die Faust im Gesicht gehabt. Ja, ja, richtig. Das war für Igor dann, ja. Das war bezeichnend. Deswegen, ab dann hat er den Titel als Schlägerjunge wirklich weggehabt. Echt, echt. Füllst du das hier eigentlich auch auf oder nicht? Ja, ich habe davor mal ein bisschen aufgefüllt, aber ich trage hier lieber ab, als dass ich auffülle. Ach so, ja, jetzt auf einmal, ne? Der Sprengmeister vom Dienst. Ja, hey, komm. Ich habe ja die Erlaubnis nicht gekriegt, das wegzusprengen. Wir wären schon längst durch, ne? Nee, aber... wären wir nicht. Guck mal, dann sieht das alles aus wie... Ah, oh, das ist so frech. Hier ist klar, dass das eine Höhle da unten ist, ne? Und nicht aufgesprengt. Nee, das warst du. Ja, so sauber aufgesprengt? Ja. Ach komm, jetzt laberst du wieder Quatsch hier. Jetzt hat er wieder ein Bier zu viel getrunken, jetzt sauer. Ich hab gar nichts getrunken heute, Erdi. Also, guck mal, wenn der so aggressiv wird, weißt du, dann ist das... Siehst du? Ist das so. Siehst du, da weißt du doch gleich nicht mehr. Ja, gar nichts. Den hab ich wirklich nicht, Mann. Ach man, das ist viel zu warm hier drin. Ganz viele Energy, weil... Ja, wenn ich bei dem Wetter ein Bier trinke, dann schlafe ich hier sofort auf den Stuhl ein. Alter, ich kann meine Handflächen gar nicht mehr auflegen, weil das alles so verschwitzt dann ist. Mhm. Ich glaube, von meinem Holztisch hier, dieses Laminat hier oben drauf, das löst sich schon. Da habe ich auch gar keinen Bock drauf. Aber ich meine, das Wetter, das so warm ist ja auch kein Problem, wenn du irgendwas machst, wo Schwitzen gut ist. Sagen wir mal, wenn du da eine Hütte baust oder draußen Steine klopfst oder im Garten was arbeitest, ist das ja eine Sache, wenn es so warm ist. Das ist ja gar nicht mal so fies. Aber wenn du dann vorm Schreibtisch den ganzen Tag sitzt und dann irgendwelche Büroarbeiten machen musst, dann ist das eklig. Also wenn ich ein Haus baue, dann kann ich das auch nicht gebrauchen. Nee, dann ist das ja, aber nicht so schlimm, als wenn du nicht schwitzen darfst, sagen wir mal so. Ja, nee, ist richtig. Was ich ja fies finden würde, wenn ich Pendler wäre und ich müsste dann so extrem klitschnass durchgeschwitzt 8 Stunden auf der Arbeit dann sein. Ja. Weißt du, so im Anzug und dir läuft, du merkst schon am Hemd, dass dir das alles nass ist. Das wäre, also, this is the end. Oh, Mann. Ja, ich hätte es da weggesprengt. Meine Schaufel ist wieder kaputt. Hast du noch eine? Eine nicht verzauberte habe ich noch. Scheiße. Ich habe keinen Bock mehr, das abzutragen hier. Weißt du das eigentlich? Ich kann es ja sprengen. Ich fülle jetzt auf hier. Da, wo du deine... Ja, füll du mal auf. Ich mache dann hier nochmal ein bisschen. Wehe, du sprengst.
Sagt er nichts. Ja. Ja, hey, komm, wenn ich eine mache, dann geht das auch nur einen runter. Ja, wenn du eine machst, eine ist gut, aber dann nicht so ein Riesenkommando, wo du da alles vollpflasterst. Das wollen wir nicht. Wir? Ich glaube, du willst das nur nicht. Die anderen wollen das, oder? Wir spielen hier nicht Matty vs. Priest. Wieso eigentlich nicht? Ja, wieso? Ich hab dir das schon 100 Mal gesagt. Lass uns hier ein, mach PvP an, dann... Dann ist das alles spannender, weil du mir die ganze Zeit aufs Maul hauen kannst, ne? Klar! Klar, klar! Ist nicht so, dass wir die Erfahrung auch noch brauchen hier in diesem Spiel, ne? Nö, Nein, die kriege ich dann ja. Ich hab gerade wieder Hunger. Oh, ich auch. Ich habe noch ganz viele Tacos und nee, so Nachos habe ich hier. Hier beim Lidl, das sind Arschlöcher. Weißt du eigentlich, wie gerne ich früher die Nachos da vom Lidl gegessen habe mit dem Käse-Dip? Das haben wir jedes Mal gehabt, wenn wir da eine Hausparty gemacht haben. Ja, und? Was, wieso? Wir haben nachts immer, was haben wir wirklich immer? Wir haben staffelweise Dr. House geguckt zusammen. Ja, aber also, wieso? Warum gibt's das nicht mehr oder was? Nee, die haben jetzt erstmal andere. Die haben nur noch gesalzen. Na. Oh, meine ich. Ich hab die jetzt hier, die heißen Classic, aber andere hatten sie da nicht. Wahrscheinlich ist das gesalzen. Wenn das nicht Käse ist, dann renne ich da hin und schmeiße da ein paar Mollys ins Fenster. Ja, damit wäre ich vorsichtig, ne? Weißt du, was bei uns hier passiert ist? Ja, stimmt. Aber wahrscheinlich genau deswegen. Ja, genau. Der Dip hat nicht geschmeckt. Nee, das ist ja auch nochmal die Spitze vom Eisberg. Den Dip, den haben die da auch nicht mehr, ne? Okay, musst du den Chio... Auf den Arsch steuern, ja. Ja, ich habe mal den Chio-Dip gekauft. Da ist ein Glas, da ist die Hälfte nur drin. Ja, das finde ich sowieso so geil. Was habe ich denn? Ich brauche ja, deshalb, wo du vorhin sagtest, du hast dir Energy gekauft. Ich kann das Zeug ja nicht mehr trinken, weil ich aus irgendwelchen bestimmten Gründen, oh Alter, ich bin so warm, ich kann gar nicht mehr sprechen. Ich kann gar nicht richtig reden. Kein Energy mehr trinken und dann kriege ich extremen Zahnschmerzen. Ich muss also diese Bio-Repair nehmen, diese 5 Euro, was die Tube kostet. Boah. Dann habe ich das hier bei mir in die Küche mal gestellt und da schien dann die Sonne drauf. Da ist auch ein Drittel ist da leer. Ein Drittel. Ich dachte, dass es bis zum... Na, war mir eigentlich klar, dass es nicht bis zum Anschlag aufgefüllt ist, aber dass da ein... Also nur 2 Drittel ist die Scheißtube gefüllt, ey. Diese... Das sind solche Husos, ey. Weil, was soll das? Ja, verstehe ich mein, auch nicht. Ich meine, mir ist schon klar, was es soll, aber, ne, muss ja auch sehen, aber allein, dass die so teuer ist und dann ist da nicht mal mehr so viel drin. Nee, das finde ich auch ziemlich arschig. This is the end. Was hältst du davon, wenn ich in der Höhle unten nur Fackeln hinmache? Ja, ja, nee, ist vollkommen okay. Und wir das dann so machen, so halten, dass wir da, wenn wir darauf stoßen, das ausfüllen und vorher nicht. Ja. Merken wir uns ungefähr, wo das ist und bauen dann nur überirdisch. Ja. Fusch am Bau hier. Fusch am Bau. Das ist natürlich This is the end. Schon wieder ein Rappel. Ja, du hast gerade einen Ohrwurm von unserem Maddie vs. Priest. Wow. Ja. Und schmeißt du da Erde runter? Nee. Ich fackel hier gerade ab. Gerade so ein bisschen wie Rambo. Wie er sich da einen Bunker baut, so eine Höhle. Ach so, da ist ein Schwein. Das erklärt natürlich einiges. Das ist so heiß. Warum? Ich will Winter oder Herbst. Echt, das ist doch unbelievable hier gerade, oder? Ja. Und es wird auch nicht kühler. Es wird nicht kühler. Aber mal nicht im geringsten. Ja, und... Alter. Ich bin ja eher so ein ruhiger Fahrer auch, aber ich bin ja eher so ein Wintertyp, ne? Ja, ich auch. Ja, ich auch. Ich find's gerade echt unerträglich hier gerade. Temperaturmäßig oder das zu machen hier? Ja, und auch, dass ich hier heute Abend mit dir reden muss. Ach so, alles klar. Alles klar. Pink is back, left the game. Ja, genau, ne? Darfst du deinen Scheiß alleine machen? Wenn das so hier schon losgeht.